Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi Spiels Star Citizen in der gerade erschienenen 3.9. Vor anderthalb Stunden ist es gekommen und ja, wir waren gerade draußen unten bei der Brawler. Das hat uns nicht gut getan tatsächlich, aber also sobald wir drin waren, haben wir uns erholt. Also wir kriegen dann tatsächlich auch Frosterscheinungen und alles. Also, es ist Hardcore draußen, ohne alles. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir mal schauen, dass wir uns dann bessere Klamotten zulegen können, dass wir länger draußen rumrennen können. Da stand zwar, dass wir noch 17 Minuten überleben, oder 14 am Schluss, aber wir konnten ja schon nichts mehr sehen, uns ging es gar nicht mehr gut, ich konnte kaum laufen. Schon richtig gut gemacht, ne? Ja. Haben wir denn eigentlich hier auch irgendwelche Missionen? Ja. Upsi, falscher Knopf. So, dann gehen wir mal weiter schauen. Oh, das hier ist die Promenade. Ach, jetzt gehen wir hier durch, wo wir eben da unten standen und uns die Brawler angeguckt haben. Moment, wo ich hier hochgerannt bin, habe ich das doch irgendwo gesehen. Da hinten seht ihr die Züge fahren. Oh Mann. Ist schon echt hardcore. Haben sie schon geil gemacht, ne? So, die Promenade hier. War das einem immer Spieler irgendwo reinrennen und umrennen müssen? Mensch, achtet doch mal ein wenig auf eure Mitmenschen. Nein. Er geht sehr geschäftig. The Promenade. Die Promenade. Okay. Ach so, das sind okay, das sind Notausgänge. Fire Exits. Wow. Wellness. Oh yeah. Oh ja. Oh ja. Das ist Wellness in seiner reinsten Form. Eieiei. Das ist angenehm hier. Ich weiß, oh Hamburger. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst gucken soll, darf. Wally's Bar. Ah, da kann man sein Essen zurückgeben. Aha. Oh Mann. So viel zu gucken. Denkt der Herr auch. So viel zu gucken. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh, ah, oh. Trink gefällig. Hier kann man aber nichts kaufen, ne? Ne. Gehen wir mal hier hoch. Boah, ist das schön. Ich könnte die ganze Zeit Fotos machen. Was haben wir hier? The Cove. Kann man hier irgendwas machen? Nö. Einfach auf sich wirken lassen. Ich glaube, wir finden nie wieder zurück.
Exit OSA, hä? Moment. Haben wir hier schon die Runde gemacht? Nein. Wally's Bar? Doch, hier waren wir eben. Ach so, die ist da und dort. Okay. Dann ist... Also von da sind wir gekommen, right? Gehen wir mal hier hoch. Ah, ist eine Putzmaschine. Klar, muss ja auch alles sauber gehalten werden. Hallöchen. Veggie Ram? Nein. Deswegen liegen die auch noch alle hier. More Info. Ah, okay. Dehydrating. Okay, das macht uns Durst. Egal, ich will einen Burger. Ram Burger? Deluxe? Ey, komm. Deluxe, oder? Was soll der Geiz? Oh, yes. Oh, yes. Ach so, ich habe ja wieder den scheiß Helm auf. Ich will meinen Burger essen. Wem nimmt wieder einer meinen Burger weg? Oder hat man auch direkt wieder Müll? Okay. Place. Ah. Das ist tatsächlich etwas umständlich. Aber ich weiß, wenn ich ihn auslasse, endet das Böse. Aber wir haben wieder 7 Minuten nur mit Essen verschwendet. Ja. Oh, das tut gut. Er überlegt noch, wie er das jetzt macht mit dem Helm und dem Burger. Kriegt er nicht hin? Jetzt ist er betrübt. So, wo kommen wir hier hinten hin? Care and Wellness Center. Krass. Ich glaube, wir verlaufen. Oh. Wir verlaufen uns gerade heillos. Ein Kolibri. Ja, ihr merkt schon, ich bin gerade ein bisschen lost. Aber es ist alles so viel und so schön und so neu. I'm so lost. Okidoki. The Cove? Sind wir von hier gekommen? OSA. Was ist OSA? Nein, von hier sind wir nicht gekommen. Neo Imperial Cuisine. Oh, nee. Apparelli? Ah, Klamottenladen. Okay. Das Problem ist nur, dass die Damen sowas noch nicht angezeigt bekommen. Obwohl, ich meine, hier geht es ja als Dame. Aber irgendwie, wenn man eine Frau im Spiel ist, kann man solche Klamotten nicht tragen. Weil ich fände das hier eigentlich richtig nice, zum Beispiel. Hi. Rammers Exit. Ach so, da ist wieder Rammers. Jetzt einmal im Kreis gelaufen. Ja, da hinten sind die Schmetterlinge, genau. Okidoki. Aber hier muss ja noch mehr Geschäfte geben, oder?
Gibt's hier nur den Klamottenladen? Oh, ich finde das so schön. Growing the plants of tomorrow. Wie geil ist das denn? Hier wachsen die Blumen von morgen. Oh Mann, wie gesagt, das ist, sollte eigentlich nur ein kurzer erster Eindruck werden, aber ja. Ist wohl nicht. Kurzer erster Eindruck geht nicht. Alter Schwede. Wow. Ist schon cool, wenn man so eine neue Stadt erkunden kann. Hat schon was. Und ich denke nicht, dass wir alles gesehen haben. Ja. Ihr seht, ich gehe mal rechts rum, weil so lernt man alles ein bisschen kennen, beziehungsweise läuft auf dem Hin- und Zurückweg alles einmal ab. Eine Kletterwand. Incredifun. Wäre ja, cool, wenn da auch eine klettern würde. Ach, hier sind wir wieder. Ja. Kann man auf den Sitzsäcken sitzen? Tatsächlich. Wie cool. Oh, meine Visage sieht doch ziemlich verknautscht aus, oder? Egal. Foto. Selfie-Time. So, jetzt kannst du wieder aufstehen. Hallo? Aufstehen? Dankeschön. Lässt sie mich jetzt nicht mehr weg? Das wäre schade. Oh. New Babbage Plaza? Plaza waren wir doch, oder? Nein? Das Center Mars. Oh. Hier gibt es die guten Geschäfte. Okay. Ja. Calliope Office Suite. 1 und 2. Was ist hier? Eine Lounge. Oh, nice. Omega Pro. Wir erkunden Microtech, ne? Oh. Omega Pro? Ah, ich glaube, hier können wir Schiffsteilchen kaufen. Oh ja. Sehr nice. Okay, wir wissen also jetzt schon mal, wo wir unsere Schiffsteile kaufen. Will ich aber im Moment noch gar nicht. Trade and Development Division. Ich verlaufe mich hier gerade komplett. Lost in New Babbage. Exit Transit. Ah, das ist gut. Wer Schilder lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich finde das so toll hier mit diesen Schmetterlingen und den Kolibris und so. Und den Pflanzen von morgen. Omega Pro. Ah, hier ist Clio, das ist einer der neuen Monde. Da scheint es ziemlich viel Wasser zu geben. Schauen wir uns auch noch an. Schauen wir uns alles an. Alles.
So, Omega Pro war da oben. Das hier ist Division. Mal gucken. Ah, habe ich mir schon gedacht. Hier kann man. Hier ist die Börse. Hier können wir quasi unsere Sachen kaufen und verkaufen. Sehr, sehr nice. Die Frage ist natürlich, wo sind die Konsolen für die Mining-Schiffe? Würde mich jetzt so ein bisschen interessieren. Weil das hier sind jetzt wirklich die Konsolen eher für den Handel. Wo heute wahrscheinlich die beste Zeit für wäre, weil keiner ans Handeln denkt. Auf jeden Fall. Boah, ja. Was war das für ein Geräusch? Wie die Leute hier rumrennen. MT Protection Service, Center Mass. Center Mass ist wie auf Area 18, denke ich mal, da, wo man Pew Pew für seine Schiffe kaufen kann. Protection Service, Sicherheitsdienst. Center Mass. Okay, komm, gucken wir uns das auch noch an. Aber einzigste, was ich jetzt vermisse, ist ein Geschäft für hier Armory, also für. Und haben wir das irgendwie übersehen? Ja, Center Mass, wie man es kennt. Was sind das für Teile? Die sehen ja krank aus. Alter Schwede. Jo. Die erste Wahl für schicke Meinungsverstärker an Schiffen. Wir haben den nächsten Mond. Euterpe. Sehr geil. Obwohl Clio mich mit am meisten reizt. Shubin Interstellar. Wir gehen einfach mal weiter. Ein Mond fehlt ja eigentlich auch noch, ne? Oder haben wir den echt? Business Quadrant. Schubin. Was? Touchscreen to start. Okay. Ja, die ganzen Mining-Consumables, die sind ja auch neu, ne? Oh ja, das müssen wir ausprobieren, das müssen wir alles ausprobieren. Und diese Consumables, die sind ja nur einmal nutzbar dann. Das sieht aber aus, ist alles Size One. Als wenn das alles für die Prospi wäre. Obwohl, nee, es kann natürlich auch sein, dass die Mole für Consumables auch nur Size One hat. Orbit Mining Attachment. Pyro Tool Orbit Mining Attachment. Oh. Wow. Also hier kriegt man tatsächlich erstmal nur Mining-Sachen. Wirklich nur Sachen, die man fürs Minen braucht. Okay. MT Planetary Services. Ihr seht, was ich sehe, oder? So, Omega Pro waren wir schon. Ja,
Ich würde sagen, Factory Line waren wir auch. Omega Pro, Center Mass waren wir. Ein Mond fehlt uns, aber den jetzt suchen. Außer Clio kann ich mir den Namen auch noch nicht behalten. Aber das wird kommen. So, wir gehen wieder rechts rum. Elroy's. Ah ja, jetzt sind wir hier wieder auf der Lifeline. Okay. Dann gehen wir jetzt Richtung Transit. Es ist schon wieder eine Folge um. Und in der nächsten Folge gucken wir uns dann den Flughafen an. Ja oder ja? Ja. Okay. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und ja, wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich natürlich über ein Abo am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wenn euch das Spiel interessiert, dann könnt ihr natürlich gerne euch auf der Seite robotspaceindustries.com registrieren. Das Registrieren ist völlig kostenlos. Und wenn ihr dann beim Registrieren noch meinen Referral-Code angebt, beides seht ihr unten in der Videobeschreibung, sowohl den Link als auch den Referral-Code, dann erhaltet ihr, wenn ihr euch das Spiel kaufen solltet, in-game direkt 5000 Credits gutgeschrieben anstatt nur 1000. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal in New Babbage Spaceport. Bis dahin, eure Shazadi. Ciao, ciao.